Gute und nachhaltige Architektur in die Tat umzusetzen, ist manchmal gar nicht so leicht. Da ist zunächst mal der Entwurf, der geht von Planer zu Planer. Jeder ergänzt etwas und zusammen ergibt das dann ja das Ganze. Das hält ja niemals. Da muss mehr Stützen rein, da muss Eisen rein. Der stetige und vollständige Informationsfluss ist hierbei elementar. Es ist wichtig, sich auf die wesentlichen Fakten zu konzentrieren. Nicht vergessen werden darf dabei modernste Technik und die Liebe zum Detail. Das machen wir wie immer. Viele Durchbrüche pro Stütze und dann hat sich der Speck. Individuelle Kommunikationswege sorgen für abwechslungsreiche Projektergebnisse. So haben wir das schon immer gemacht. Ist doch gut so, oder? Nein, das geht auch anders. Nein, das geht auch anders. Ja, das geht auch anders. Komm, zu Reba. Reba? Das ist der Masterstudiengang Ressourceneffizientes Bauen an der Hochschule Rottenburg. Bei uns kommen Absolventinnen und Absolventen unterschiedlichster Bachelorfachrichtungen des Bauwesens zusammen, um gemeinsam eine nachhaltigere Zukunft des Bauens zu gestalten. Wie ich auf den Studiengang gekommen bin, ich habe danach gesucht. Ich wollte unbedingt nachhaltiges Bauen ganzheitlich lernen und genau das habe ich ja auch gefunden. Ich kann meine persönlichen Werte endlich auch mit meinem Beruf einbringen und verbinden. Wir nehmen uns Zeit, um jeden Prozessschritt des Bauens auf Stimmigkeit zu prüfen. Gemeinsam entwickeln wir neue Ideen und bringen Inspiration und Innovation voran. Der Campus ist super, sehr familiär hier aufgebaut, weit weg von der Stadt im Grün. Es gefällt mir sehr, man hat seine Freiheit und seine Ruhe. Die praxisnahe Ausbildung unserer Studierenden liegt uns ebenso am Herzen. Deshalb pflegen wir enge Kontakte zu fertigenden Unternehmen, Planungsbüros und vielen mehr. Ein Highlight war tatsächlich, wir hatten so ein interdisziplinäres Projekt, die Momos. Die haben wir entworfen in Dreiergruppen und durften dann ein ganzes Semester uns austoben, Entwürfe machen mit dem Dozenten. Auf Augenhöhe haben wir das diskutiert, das war so richtig klasse. Mit Hilfe moderner Computerprogramme wollen wir nicht nur untersuchen, wie ein Tragwerk funktioniert, sondern auch warum. Mit wissenschaftlichen Methoden gehen wir den Zusammenhängen auf den Grund. Ja, ich habe zwei Studierende von der Hochschule Rottenburg bei mir in die Firma aufgenommen, weil das einfach perfekt gepasst hat von der Schnittmenge her. Und zwar beschäftige ich mich mit meinem Unternehmen mit ökologischen Baustoffen und Materialien. Meine Motivation ist wirklich, auch zementfrei oder plastikfrei später mal bauen zu können. Gemeinsam mit dir schlagen wir Brücken in eine nachhaltige Zukunft des Bauens. Deshalb komm auch du zu uns. Werde Teil unseres Masterstudiengangs Ressourceneffizientes Bauen. Bring dich ein, vertiefe dein Wissen und vernetze dich mit anderen. Nimm deine Erfahrungen mit und bau dir deine Zukunft.